Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, eine imposante Drachendame ist im Hintergrund und sie wartet gespannt darauf, dass ich ihr quasi ein unmögliches Rätsel stelle. Das haben wir uns heute, oder dem haben wir uns heute verschrieben. Und dazu müssen wir erstmal mit den Gefährten reden. Nalia. Ich wollte euch schon längst zu eurer Prüfung befragen. Bitte sagt mir, dass der Drache euch irgendein Rätsel auferlegt hat. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. So ist es. Der Drache bat mich, mir ein Rätsel auszudenken, das sie nicht lösen kann. Unglaublich, genau wie in der Fabel. Wisst ihr noch, wie ich sagte, dass ich glaube, ein Teil davon fehlt? Das war wohl der fehlende Teil. Der Drache in der Geschichte bittet Mizpeh, sich ein Rätsel auszudenken, das so schlau ist, dass nicht einmal die Götter es lösen können. Was war Mitzbys Rätsel? Es ist Jahre her, dass ich die Geschichte gelesen habe. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Moment. Richtig. Ich habe sie gar nicht gelesen. Ich habe sie gehört. Von einer Bandari-Händlerin, einer alten Jar-Khajiit, die durch unser Dorf kam. Kein Wunder, dass keiner der anderen hier die Weise Mizpeh kannte. Vielleicht könnten wir aus Mitzbys Rätsel lernen. Eine fantastische Idee. Vielleicht ist es ja irgendwo niedergeschrieben. Ich frage die anderen. In der Zwischenzeit solltet ihr mit der Krähe sprechen. Ulfsild hat ebenfalls ein unmögliches Rätsel erschaffen, nicht wahr? Die Krähe kann euch sicher verraten, wie sie das hinbekommen hat. Gute Idee. Ich spreche mit der Krähe. Hallo, Frau Krähe. Ich brauche mal wieder euren Rat. Irgendwie komme ich mir so dumm vor, weil ich die immer fragen muss, ups, damit die mir helfen können bei den ganzen Quests. Dieser Blick in euren Augen. Der Drache hat euch eine Prüfung auferlegt, nicht wahr? Sie hat euch gebeten, ein Rätsel zu erschaffen, das sie nicht lösen kann. Das hat sie. Ich hatte gehofft, dass ihr mir etwas über Ulfsilds Rätsel erzählen könnt. Nur als Warnung, der Drache wird Ulfsilds Rätsel nie im Leben als das eure akzeptieren. Aber es wird sicher hilfreich sein, ihre Vorgehensweise zu kennen. Ulfsild hinterließ einige Aufzeichnungen. Die Prüfung des Drachen war es, die sie wirklich herausforderte. Es ist schön, das zu hören. Nalia hatte ebenfalls eine Spur. Wo sind die Aufzeichnungen? Das ist großartig. Ich würde nach einem Fokuspunkt in der Nähe des Echos suchen, das ihr euch eben angesehen habt. Wenn ich Ulfsild kenne, und das tue ich, dann hat sie dafür gesorgt, dass ihre Aufzeichnungen in der Nähe sind. Ich schicke Nalia zu euch, wenn sie nach euch fragt. Ich suche nach diesen Aufzeichnungen. Die Richtung. Dann ist es, glaube ich, egal, wie rum man reinläuft, aber genau, aber hier sind wir schneller, wenn ich das richtig im Kopf habe, wollte ich sagen. Und direkt hier haben wir es. Die Geschichte und korrekte Anwendung des Genens. Ja, ein komischer Name. Dieser Band ist eine umfassende Geschichte eines beliebten Zeitvertreibs und einer körperlichen Notwendigkeit für alle Sterblichen. Der Zweck des Genens wird unter den größten Genies jeder Generation rege diskutiert. Für die Nachwelt habe ich hier eine umfassende Studie zusammengestellt. Gut, mittlerweile sollte ich die anderen Erleuchteten losgeworden sein. Netsch, wenn ihr das hier noch liest, dann bitte ich euch inständig, euch dieses Mal nicht einzumischen. Belasst dieses Buch an dem Ort, an dem ihr es gefunden habt. Es ist ausschließlich für die Hände derer bestimmt, die einst in meine Fußstapfen treten wird. Ich werde euch beim unlösbaren Rätsel der Drachen helfen. Nehmt dieses Buch mit und sucht mein Echo erneut im Ostflügel. Seid bereit, ein Rätsel aus meiner eigenen Hand zu beantworten. Was könnt ihr geben und erhalten, aber nie borgen? Ja, ich persönlich würde jetzt sagen, die Zeit, aber wie gesagt, ich habe alles einfach durchgeklickt beim anderen Char, deswegen, um mir die Freude nicht zu verderben. Wenn ihr das hört, habt ihr meine Buchattrappe gefunden? Sehr schlau. Und es freut mich zu sehen, dass ihr die Wahrsichtlinse gut nutzt. Auch wenn ich nicht wirklich hier bin, um es zu sehen. Als der Drache mir ihre Prüfung gab,
steckte ich mitten in Forschungen zu den Ursprüngen der Erleuchteten. Diese Ideen vermengten sich auf eine für mich unvorstellbare Weise. Löst ein Rätsel, auch wenn ich eure Antwort nicht hören kann. Was könnt ihr geben und erhalten, aber niemals borgen? Okay, also ich bin ganz ehrlich, es treffen alle drei Antworten zu, weil man kann eine Lektion geben, also erteilen. Man kann aber auch eine Lektion bekommen, aber man kann sie nicht borgen. Genauso wie man die Zeit nicht borgen kann, man kann sie aber jemandem schenken, indem man Zeit mit jemandem verbringt. Oder eben man kann sie geschenkt bekommen, indem jemand anders Zeit mit einem sozusagen verbringt. Die Güte, da hätte ich jetzt nicht sofort dran gedacht. Die kann man natürlich auch jemandem geben bzw. erhalten, aber man kann sie nicht borgen, sodass man sie zurückbekommt. Da ich das jetzt aber schon gesagt habe, sage ich jetzt mal die Zeit, obwohl ich die Lektion sogar besser finde. Wie auch immer eure Lösung aussieht, sie ist nur eine von vielen, die diese einfache Frage beantworten könnten. Ich wiederum hätte mit Dankbarkeit oder Zuwendung geantwortet. Es ist wichtig, dass ihr aus meinen Fehlern lernt, bevor ihr versucht, euer Rätsel zu erschaffen. Zuwendung ist ja im Prinzip das, was ich mit Zeit meine, ne? Also, dass man jemandem seine Zeit schenkt, seine Aufmerksamkeit, Zuwendung, ist ja alles das Gleiche. Interessant. Ich hinterlegte Aufzeichnungen über meine Vorgehensweise im Dorfwahlschrein in Elsweier. Hoffentlich sind sie noch dort, in einem Lagerraum hinter den Ausbildungsquartieren der Drachengarde. Gibt es einen besseren Ort, um etwas vor einem Drachen zu verstecken? Möge die Linse euch leiten. Ich verstehe. Abenteurerin! Da seid ihr! Ja. Und ich hatte befürchtet, dass ich euch in einer Sackgasse vorfinden würde. Was hatte Ulfsitz Echo zu sagen? Sie versteckte ihre Aufzeichnungen über das Rätsel im Doofpfahl Schrein in Elsweier. Das ist, hui, ganz schön weit weg von hier. Wenn ihr wollt, kann ich uns ein Portal erschaffen und mitkommen? Ich kann euch den Weg öffnen, wenn die Spur uns an einen anderen Ort führt. Ich bin gerade echt am Überlegen, was machen die Leute eigentlich, die kein Elsweier haben? Aber die müssten ja trotzdem die Quest machen können. Ihr mögt Rätsel wirklich gern. Das tue ich wirklich. Ich weiß, dass ihr auch ohne eine Lampenritterin zurechtkommt. Ich werde mich auf Forschung und Unterstützung konzentrieren. Aber diese Prüfung ist faszinierend. Und wenn ich dann zu Diensten sein kann, nun... Genau deswegen bin ich ja zum Orden gegangen. Wieso kann man die eigentlich nicht als Gefährtin haben? Ich würde zwar Funke um keinen Preis der Welt abgeben, aber irgendwie von der ganzen Art her und so ist die richtig cool. Und die könnte man noch super als Tank ausbilden, aber gleichzeitig könnte sie auch Magie benutzen. Gut, Nalia, gehen wir. Ja, und ich kann jetzt schon mal sagen, ich hasse dieses Verlies, weil das so blöd ist, da durchzulaufen. Wie fing das jetzt hier nochmal an? Man musste die rechte Seite nehmen. Achso, nee, hier, das ging nicht. Da kam man nicht rum, weil man da irgendwie von da oben, glaube ich, runterspringen musste. Dieser Ort ist gewaltig und so wunderschön. Geht vor, ich komme nach. Laren würde mich umbringen, wenn ich nicht ein paar Pausen anfertige, bevor wir gehen. Wir haben aber beide Hauptquests gemacht. Normalerweise sollten hier irgendwelche Leute sein, die aber gerade irgendwie auch nicht da sind. Ich bin ein bisschen verwirrt jetzt gerade. Ja, ich weiß, ich weiß. Hier sind überall Fallen. Ich sollte nicht in jede reintreten, ne? Da war keine. Da müssen wir rum. Ich folge den Leichen. Und ich hoffe, die Leichen bleiben noch ein bisschen liegen.
sodass wir hier schneller durchkommen. Ja, es war so klar. Moment, da nicht. Hier müssen wir rum. Weil ihr müsst euch sonst, wenn ihr hier durchlauft, auf ziemlich viel Kampf einstellen, weil hier sehr viele Leute normalerweise rumlaufen. Aber es scheint, dass irgendjemand vor mir gerade schon hier rumgelaufen ist. Fall einfach überall runter. So, Moment, da nicht. Da. Ich meine, wir müssen hier durch. Ja. Hoppala. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, ich bin richtig. So, wir kämpfen uns einfach mal zu zweit durch hier. Übungskammer. Da müsste ich jetzt rein theoretisch einfach nur durchlaufen. Und den Fokuspunkt benutzen. Eine Ode an die Freuden eines guten Geheimnisses. Ich habe die einzelnen Erleuchteten gebeten, mir vom Ursprung ihrer Art zu erzählen. Und ihre Antworten fielen enorm unterschiedlich aus. Dies möchte ich nutzen, um ein unmögliches Rätsel für den Drachen zu erschaffen. Die Antwort des Greifen bezüglich seiner Geburt änderten sich täglich. Einmal ist es überragende magische Macht und dann ist es wieder präzise eingesetzte minimale Magie. Aber jedes Mal ist er sich völlig sicher, dass er dieses Mal endlich richtig liegt. Aha. Der Indrik glaubt, aus reinen Gedanken entstanden zu sein. Er hält sich für eine Erfindung des Verstandes, die der Welt durch Geschichten erklären wollte. Der Ned schweigerte sich, mir eine Antwort zu geben und wechselte zwischen so vielen Erzählungen, wie er Tentakel hat. Der Drache schien mir fast wütend darüber, dass ich mich das so sehr interessiert. Ihr genügt es voll und ganz, sich auf das Universum im Inneren zu konzentrieren, wie sie es nennt. Anstatt über die Vergangenheit zu sinnieren, hier also ohne bestimmte Reihenfolge meiner eigenen Theorien. Die Erleuchteten sind gefallene Tränen aus Aetherius. Wir kennen ätherische Energie in viele verschiedenen Formen, größtenteils kristallin. Warum also nicht als Geister mit körperlicher Manifestation? Die Erleuchteten sind experimentelle Wesen, die von Aedra erschaffen und absichtlich auf unsere Ebene geschickt wurden, um uns zu leiten und zu beschützen. Sie stellen für Aetherius das dar, was die Dedra für das Reich des Vergessens sind. Jedoch sind sie deutlich seltener. Oder sie sind ein natürlicher Teil des magischen Kreislaufs. Wenn wir uns Magie wie Wasser vorstellen, dann sind die Erleuchteten Aquädukte, die auf unserer Ebene tragen und sie um sich verteilen wie eine leuchtende Lampe. Es könnte auch sein, der Greif ist der Überzeugung, als Nachwirkung des Zaubers eines mächtigen Magiers entstanden zu sein. Vielleicht wurden diese Erleuchteten ja tatsächlich von jemandem auf unserer Ebene erschaffen oder geformt. Oder sie sind reine Manifestationen von Gedanken, wie der Indrik sagte. Kraftakte mächtiger Magie. Wenn jemand einen Erleuchteten erschaffen hat, wenn auch nur versehentlich, kann dies dann erneut vollbracht werden? Dass keiner der Erleuchteten wahrlich seinen Ursprung kennt, brachte mich zum Grübeln darüber, ob ihr Ursprung vielleicht irgendwie gefährlich ist. Würde es etwas in ihren verändern, wenn man das Wesen ihrer Existenz versteht? Also nahm ich das als mögliche Stärke meines Rätsels. Wenn der Drache sich keine Antwort vorstellen kann, dann könnte sie es auch unmöglich erraten. Zufrieden mit dieser Überlegung ging ich mit meinem Rätsel zum Drachen. Was ist der Ursprung der Erleuchteten? Ich riet ihr, sich bei den anderen Erleuchteten Rat zu holen, wenn sie Hilfe brauchte. Das tat ich, damit ihr klar wurde, dass ihre Antwort auf keinen Fall die absolute Wahrheit sein konnte. Das war ein gewaltiger Fehler meinerseits. Die Erleuchteten nehmen den Lauf der Zeit nicht wahr, wie wir. Das darauf folgende Streitgespräch dauerte fast 5 Mondzyklen. Ich suchte Charles Rat, aber er war zu sehr mit seinen eigenen Studien beschäftigt.
und es war offensichtlich, dass er die ganze Sache ohnehin als ziemlich belanglos ansah. Am Ende konnte ich es nicht ertragen, meine Freunde so streiten zu sehen. Ich zog mein Rätsel zurück und bat den Drachen um eine weitere Chance. Nachdem ich so lange an dem ersten Rätsel gebastelt hatte, bin ich völlig ratlos, was ich nun tun soll. Ich nehme mir eine Auszeit von Auquea. Ich werde nach Sunamere gehen, in mein ruhiges kleines Refugium bei Sonnenfeste und darüber nachdenken, wie es nun weitergeht. Ich bin hier hochgeklettert. In Plattenrüstung. Ein Fehler. Ihr scheint etwas gefunden zu haben. Du solltest niemals in Plattenrüstung irgendwo hochklettern. Nun, ich bin zu Hause auf eine Menge Bäume geklettert und ich bin hochmotiviert. Red mir nicht weiter darüber. Habt ihr Ulfsils Aufzeichnungen gefunden? Das habe ich getan. Offenbar ging es in ihren ursprünglichen Rätsel um die Erleuchteten. Lasst mich einen Blick darauf werfen. Die Erleuchteten haben unterschiedliche Meinungen darüber, woher sie stammen. Sie fingen an zu streiten und um den Frieden zu wahren, entschied sie sich, ein anderes Rätsel zu erschaffen. Also ging sie weg, um nachzudenken, und zwar nach... Moment. Wirklich? Was ist denn? Sunamere, das Arbeitszimmer, die Ruine, in der wir uns erstmals begegneten. Das war Ulfsils Arbeitszimmer. Wenn sie Aufzeichnungen darüber hat, wie es weiterging, welches Rätsel sie am Ende dem Drachen gab, dann sind sie bestimmt in Sunamere. Könnt ihr uns ein Portal nach Sunamere öffnen? Ein Portal in Ulfsils uraltes Arbeitszimmer. Kommt sofort. Zumindest müssen wir dieses Mal nicht klettern. Also, gehen wir. In Ordnung, dann los. Sunamere. Was das wohl bedeutet? Darüber habe ich nie genauer nachgedacht. Ja, das Portal schloss sich, nachdem ich die anderen durchgebracht hatte. Dieses Echo was von Ulfsil schweigt noch immer. Ist hier sonst noch etwas versteckt? Wenn Funke nicht im Weg stehen würde, dann ja. Immer in meine Fußstapfen tritt. Ich hinterlasse euch eine Niederschrift von Mitsubis Fabeln. Sie sollte euch weiterhelfen. Mitsubi... So meine letzten Aufzeichnungen in der fernen Feste, dem Gedenken des Vorbilds. Und viel Glück mit den Drachen. Darf ich jetzt? Mitsubi und die magische Tür. So, die Kommentare darunter sind, ist so etwas möglich? Passt etwas unendlich Großes in die Unendlichkeit? Die Antwort ist Antwort. Bitte sehr. Vielleicht seht ihr, worauf ich hinaus will, Erbin. Es reicht nicht, schlau zu sein oder den Drachen an der Nase herumzuführen. Ihr müsst sie in eine Falle locken. Ich wusste, dass ich bei Mitsubi richtig lag. Das ist so interessant. Klingt, als ginge es weiter beim Gedenken des Vorbilds in Wodka. Darf ich, Abenteurerin? Natürlich. Wenn sie es machen würde? So, ich merke schon, da habe ich einen Fehler gemacht. Achso, ich kann ja gar nicht reiten. Nicht die Begrüßung, mit der ich gerechnet hätte. Dieser Ort muss zu Ulfsils Zeiten ganz anders gewesen sein. Ich gebe euch Rückendeckung. Geht hinein, ich bin direkt hinter euch. Ich habe nämlich den Fehler gemacht beim Main Chart, dass ich rausgegangen bin, weil das ja angezeigt wurde, und dass ich hingeportet bin. Und da musste ich dann doch einen etwas längeren Weg hier hinter mich bringen. Dann hättest du jetzt eigentlich nicht angreifen müssen, aber deine Entscheidung. Gut, wir müssen jetzt gleich links rum. Die ganzen Quests hier werden wir natürlich auch noch machen in Wodka. Oh. Ernsthaft? Ich habe keine Ausdauer mehr. Wenn ein Rätsel mehrere mögliche Antworten hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass es gelöst wird. Aber wenn es mit einer Meisterin der Rätsel zu tun hat, dann stehen die Chancen, sie zu besiegen, umso besser, wenn je weniger mögliche Antworten ihr geben kann. Ah, Gott.
Was ist das Ding, das man geben muss, um es zu haben? Es gibt nur eine Antwort, die Aufgabe auf ein unmögliches Rätsel. Eine elegante Lösung von Mitsby, aber sie funktioniert nur einmal. Ich konnte dem Drachen kein Rätsel ohne Antwort geben. Oder eins, dessen Antwort ich nicht kenne. Aber wie wäre es mit einem Paradoxum? Wenn ich ein Grimoire verfasste, das alle möglichen Grimoires erschaffen könnte, würde es sich dann auch selbst erschaffen? Das war mein Rätsel. Ich gab ihr Zeit zu antworten. Egal welche Antwort sie mir auch gab, ich konnte sie entkraften. Unsere Unterhaltung drehte sich im Kreis, bis sie endlich zufrieden und erfüllt aufgab. Meine Magie war für immer verändert, aber ich dachte schon an die Zukunft. Ich dachte an euch. Als ich der Schola Lebewohl sagte, erzählte ich dem Drachen von euch. Das war zu eurem Vorteil. Versprochen. Ich sagte ihr drei Dinge. Ich sagte ihr, dass ihr einen Verstand mitbringen würdet, der ihrer Rätsel würdig ist. Ich sagte, dass ihr ihr bringen würdet, worum sie bat. Ein neues, unmögliches Rätsel. Und ich sagte sehr vorsichtig, dass ihr nie behaupten würdet, meine Nachfolgerin zu sein. Hoffentlich erkennt ihr, worauf ich hinaus will. Ich vertraue darauf, dass ihr das tut. Und falls nicht, dann scheut euch nie, um Hilfe zu bitten. Ich habe gelernt, dass wir uns auf der Jagd nach etwas so Einfachem und Vergnüglichem wie einem guten Rätsel nicht alleine abmühen müssen. Da seid ihr. Sind das Ihre Aufzeichnungen? Ja. Kehren wir in die Skola zurück. Dort können wir unsere Funde durchgehen. So, wo wartet sie denn jetzt auf uns? Da. Das war ein richtiges Abenteuer, nicht wahr? Ein Ausflug durch eine uralte Ruine, um ein unlösbares Rätsel zu erschaffen. Nicht das, womit ich heute beim Aufstehen gerechnet hätte, aber genau das, was ich gebraucht habe. Was stand in Ihren letzten Aufzeichnungen? Irgendetwas, das uns helfen wird? Hier ist alles, was ich gefunden habe. Gehen wir es durch. Ulfsild hat sich zuerst ein Rätsel erdacht, das zu einem Streit zwischen den Erleuchteten führte. Dann orientierte sie sich an der Mitsby-Fabel und versuchte, ein Paradoxon zu erschaffen. Ein Paradoxon? Könnte es wirklich so einfach sein? Könnte was wirklich so einfach sein? Ulfsild schreibt hier, dass sie dem Drachen verriet, wie sie ihre Erbin erkennen wird. Aber sie sagte euch, dass ihr es nicht bejahen sollt, falls euch der Drache fragt. Das ist es! Ulfsild hat euch vor all den Jahren die Vorlage geliefert. Euer Rätsel ist, bin ich Ulfsilds Erbin? Ah, clever! Der Drache meinte, ich müsse ihren Verstand verstehen. Meint ihr nicht, dass sie das hinbekommen würde? Aber das ist es eben! Dieses Rätsel passt perfekt zu ihrem Verstand. Sie liebt Rätsel und zermartert sich gern den Verstand. Und was zermartert mehr als ein Paradoxon? Das ist es, glaube ich. Fragt den Drachen, ob ihr Ulfsilds Erbin seid und besteht diese Prüfung. Gut. Danke, Nalia. Ulfsilds Aufzeichnungen bezogen sich hierauf. Ich bin mir sicher. Nach allem, was wir über sie erfahren haben, glaube ich nicht, dass sie euch umsonst auf diese Foliantenjagd geschickt hätte. Ich weiß, dass sie wollte, dass ihr das tut. Aber nur für alle Fälle. Viel Glück. Ja, ich lasse mir natürlich jetzt nicht nochmal das Rätsel erklären. Hallo, Mrs. Drache. Ich habe ein Rätsel für dich. Ihr seid zurück? Hoffentlich mit einem Rätsel für mich. Hab ich doch gerade gesagt. Ich sitze hier und überlege, welches Häppchen ihr mir wohl zu Füßen legen werdet, Sterbliche. Ich hoffe aufrichtig, dass ich nicht enttäuscht werde. Heraus damit, wie lautet euer Rätsel? Ulfsild sagte euch, wie ihr ihre Erbin erkennen könnt. Also ist mein Rätsel, bin ich Ulfsilds Erbin? Woher wisst ihr, was Ulfsild mir gesagt hat? Sofern ihr nicht ihre Erbin seid, was ihr nie behauptet habt. Was anhand dessen, was mir die Erzmagierin sagte, nahelegen würde, dass ihr es seid. Und wenn ihr es seid, habe ich euer Rätsel definitiv gelöst. Bin ich es also, oder bin ich es nicht? Nun, wenn das Rätsel eine Lösung hat, habt ihr mir kein unlösbares Rätsel gebracht. Aber
Das würde bedeuten, dass ihr nicht ihre Erbin seid. Und woher solltet ihr dann wissen, was Ulfsild mir sagte? Und damit wären wir wieder am Anfang. Schlau. Wirklich schlau. Schlau. Ihr nehmt mein Rätsel also an? Das stimmt. Ich habe ein Talent für Rätsel. Und selbst über all die Jahre ist es eindeutig, dass Ulfsild wollte, dass ich euch unterstütze. Ihr seid meiner Macht würdig. Bringt mein Siegel zum Altar, Erbin. Oder Erbschleicherin, was auch immer ihr seid. Danke, Drache. Eure Weisheit und Verstand beweisen euren Wert. Nehmt die Macht des Drachensterbliche. Mögt ihr euch als schlau in ihrer Anwendung beweisen. Ja, und auch damit haben wir dann den letzten Erleuchteten geschafft, sozusagen. Und wenn wir das Ganze mal einsetzen. Ich bin jetzt wirklich gespannt, weil dadurch, dass das Rätsel leider auf meinem Main-Char verbuggt ist, weiß ich natürlich nicht, was sich in der geheimen Kammer befindet. Und so erhielt der Altar die Macht des Drachen zurück. Das war die Krähe. Ja. Sprecht mit der Jüngeren. Die ist unten, ne? Dann springen wir mal kurz rüber. Ich wollte gerade sagen, die habe ich doch gerade noch irgendwo hier unten gesehen. Habt ihr die Prüfung bestanden? Dieser Blick in euren Augen. Das Rätsel war erfolgreich. Ich gratuliere. Wenn Drachen im Spiel sind, kann man sich nie sicher sein, dass alles gut geht. Auch wenn sie kein gewöhnlicher Drache ist. Das Rätsel hat funktioniert. Danke für eure Hilfe, Nalia. Ach was, das haben wir gemeinsam erarbeitet. Und natürlich hat Ulfsild vor all den Jahren das Fundament für unseren Erfolg gelegt. Mein Alltag besteht aus Schutz, Streifendienst und dem Schaffen von Portalen. Das war eine willkommene Abwechslung. Damit wäre der nächste Flügel erledigt. Unglaublich. Die Macht des Drachen verstärkt den Altar und wer weiß, welche Geheimnisse ihr da draußen in der Welt entdecken werdet. Wir haben zusammengehalten, ihre Rätsel gelöst und sind umfassend in Ulfsilds Fußstapfen getreten. Ein ritterliches Werk. Ja, und wir haben die Bestienfalle freigeschaltet, wieder drei leuchtende Tinte erhalten und das Siegel des Drachenerleuchteten freigeschaltet. Ah, endlich. Wir kommen zum letzten Flügel. Krähe? Ich glaube, die ist oben geblieben, oder? Die ist jetzt nicht hier runtergeflogen. Schau mal eben kurz nach. Vor Rätsel gestellt. Ja, das passt jetzt ziemlich gut. Nö. Hä? Ich muss hier... Nee, hier oben ist doch die andere Quest. Wo ist sie denn jetzt hin? Hallo, Krähe? Ach, sie sitzt hier oben. Ach, Gottchen. Darauf war ich jetzt nicht eingestellt. Ja, dann können wir das machen, was ich jetzt schon die ganze Zeit machen wollte. Nämlich erstmal einen kleinen Cut. Und ich habe absolut keine Ahnung, was danach kommt. Aber ich denke mal, dass es länger dauern wird. In der nächsten Folge werden wir uns denn der neuen, fünften Kammer, sage ich jetzt mal, die wir bisher noch nicht erkunden konnten, zuwenden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.